Hallo, ich bin's, dein Onkel Argyle, und wir sind in einer neuen Folge von 7 Days to Die. So, heute ist der erste Weihnachtsfeiertag und ich hoffe, ihr habt den gestrigen Tag gut rumgebracht. Habt nicht zu viel gegessen, dass es im Magen liegt. Seid reich beschenkt worden. Gut, was machen wir heute? Das ist eine gute Frage. Einfach mal gucken, was so anfällt. So, wie sieht's denn hier aus? Okay, die sind fast fertig. So, dann machen wir mal Stickies. So. Gut, dann essen wir mal was. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. So, die Painkiller genommen. Und durstig bin ich. Dann trinken wir doch einmal was. So, und dann gleich nochmal einen. So, gut. Ja, dann nehmen wir den auch noch mit. Ist ja egal. Was wir haben, das haben wir. So, alles klar. Dann gucken wir mal. Fleisch. Das hier kann man hier rein tun. Leeres Glas kommt erstmal hier rein. Ja, ich weiß, hier sieht es aus wie Kraut und Rüben, aber ich werde es schon noch so einräumen, dass es passt. Das Fett hier. So, wie sieht es denn aus? Gut, dann können wir da mal Crossbow Bolts machen. Gut. Wie sieht es hier aus? Also, das ist fertig. Dann nehmen wir uns. Ah, das habe ich ja sowieso noch da drin. Einmal ein Sticky hier rein, das Fleisch hier rein. So, und kochen. Gut. Das Fleisch legen wir mal hier rein. Das muss man auch noch abkochen. Gut. Die nehme ich mal einen mit. Federn kommen hier rein. Den lasse ich hier. So, so. Und das Gras. Okay. Ja, gut. Denn ich nehme mir erstmal die Dosen mit, die ich hier habe, zum Essen. So, gut. Gut. So, was machen wir heute? Versuchen nicht zu sterben. Oh, 20:15 Uhr ist es schon. Ich glaube, ich brauche jetzt gar nicht mehr groß rausgehen. Könnte sonst gefährlich werden. So, das können wir raus. Zack. Ja, wo ist das hin? Na, 16 Fleisch geht schon. Dann kann man die hier rein. 2:40 Uhr. Naja, schmeißen wir einfach so ein Ding rein. So. Okay, ich mache hier auch nochmal eine Türe hin. Wenn es denn funktioniert. Okay, so. Und die setzen wir hier rein. Habe ich Metall? Nein, habe ich nicht. Dann nehmen wir mal das hier. So, die ist auch dicht. Wie sieht es hier aus? Sehr schön.
Okay, ich nehme jetzt, glaube ich, noch einen Painkiller. Sicher ist sicher. Und so viel Leben habe ich leider nicht mehr. Wie sieht es denn hier aus? Okay. Na ja, gut, das geht noch. Ja. Uiuiuiui. Ich glaube, das wird nichts. Dazu würde ich Antibiotika brauchen und ich habe leider keins. Ich hänge jetzt einfach mal die Fackel hier oben hin. Zack, genau, jetzt wenigstens etwas Licht. Dann machen wir uns mal zwei Kistchen. So, okay. Einmal hier und einmal hier. Jetzt trinke ich mal so einen Tee, vielleicht hilft dir was. Nein, leider nicht. Das ist doof. Das ist doof. Ich könnte aber Alkohol trinken. ja. Wird nur auch nichts nutzen. Okay. Hört sich so an, als ob ich Besuch bekommen würde. Ich muss mir hier irgendeinen Ausgang machen, dass ich aufs Dach rauskomme. So. Muss ich doch mal gucken, wie sieht es denn eigentlich hier aus? Wellness 100. Na okay, geht ja noch. So, das sind glaube ich schon vorbei, oder? Soll ich das mal testen? Ich versuche es einfach mal. Es ist zwar wahrscheinlich nicht die beste Idee, aber naja. Wird sich rausstellen. Ja, ich hasse die Frames. Ich glaube, morgen werde ich mich mal, gucken wir mal, Richtung Osten aufmachen. Da werden wir mal gucken, was da drüben ist. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist irgendwas Sinnvolles, Nützliches oder Sonstiges. Juhu, mein Bein ist nicht mehr gebrochen. Das ist doch toll. Naja, das war's dann mit der Steinaxt. Die nächste bitte. Das ist Wahnsinn, wie viel die Dinge aushalten, wenn man selbst draufkloppt. Und der Zombie hat die ruckzuck durch. Ich bin ja gespannt, ob ich es irgendwann noch schaffe, da durchzukommen in dieser Folge. Ah, endlich. So, gucken wir mal, was hier noch ist. Ich bräuchte dringend Antibiotika.
Nee, was ist jetzt? Warum komme ich hier nicht? Ah, muss ich, ja. Muss ich wohl zwei wegkloppen? Stimmt. Das ist ja doof. Das ist blöde. Naja, gut. Kann jetzt nicht ändern. Ich sehe hier halt auch gar nichts. Ich klopfe halt einfach mal. Irgendwas wird schon passieren. Ja, sehr schön. Passt das jetzt? Jawohl. Passt. Sehr schön. Gucken wir doch mal. Da drüben steht doch jemand, oder? Ja. Sehr schön. Okay. Dann mal rauf aufs Dach. Jo, ich glaube, mit mir ist es sowieso bald dahin, wenn ich so auf meine Gesundheitsleiste gucke. Ist jetzt nicht mehr so toll. Naja. Ich glaube, ich sollte mal die Sachen so ein bisschen raustun hier. So. Na. Hat ich nicht noch Stickies? Anscheinend nicht. Ach, die sind. Ja, genau, ich weiß es. Die sind im Lagerfeuer drin. Dann nehmen wir mal hier zwei. So. Und den Kochtopf legen wir hier wieder rein. Dann einmal hier und einmal hier. Dann machen wir uns noch einen zweiten Crossbow. Falls ich jetzt doch abnippeln sollte die nächste Zeit, dann habe ich wenigstens einen Crossbow dabei. Ich nicht. Zwei von denen? Ich glaube schon, oder? Schauen wir mal. Ja, doch. Den legen wir hier noch mit rein. So, okay. Essen und Trinken. Gut. Gut, naja. Wie sieht's denn aus? 4 Uhr. Hallo? Ja, oh, okay, ich glaube, ich kann die Sachen jetzt sowieso schon hier rauspacken. Denn ich werde sowieso gleich das Zeitliche segnen. Ich könnte ja eigentlich auch hier runterspringen. Dann hätte sich das auch gleich erledigt. Gucken wir mal, wie lange wir denn noch haben. Okay, ja. Minus 5. Gesundheit. Ja, so richtig viel habe ich da nicht mehr. Naja, lass mal den Crossbow nochmal hier. Ich sehe halt gar nichts. So ziemlich gar nichts. Oh. 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 Okay, das war's dann. Gut, wo bin ich? Ups, ja.
So, wo ist denn mein Rucksack? Ist der auf der anderen Seite? Ich hoffe es. Ah, ja, hier. So, den haben wir. Alles klar. Pfeil. So, so und so. Gut. So. Haben wir da hinten jemanden? Okay, einmal. Oh, da unten ist ein Hund. Was macht der Hund da? Das gefällt mir nicht. Das mit dem Hund gefällt mir nicht. Puh, puh, puh. Und vor allem, wo ist der jetzt? Ich sehe ihn halt jetzt auch nicht. Das gefällt mir nicht. Wo ist er denn? Ist er hier? Nein, das war er nicht. Okay, das war nichts. Na, ich hab dich doch erwischt. Gut. Also wie gesagt, jetzt fehlt mir nur noch der dumme Hund. So, okay. Jetzt gehe ich am besten mal rein. So, wie sieht's denn aus? Also, zu essen, zu trinken habe ich jetzt erstmal dabei. Gut. Gut. So, aber jetzt nehme ich so ein Ding. Wie viel haben wir denn noch? Zwei Painkiller haben wir noch. Gut. Ich esse mich jetzt auch mit dem Fleisch nochmal satt. Und nochmal eins. Und dann trinken wir gleich nochmal einen Tee. So, gut. Gut, gut, gut. Da ich, ja, wie immer so anstelle beim Hund, tun wir am besten die ganzen Sachen mal raus. Dann gehen wir mal runter. Hab ich die? Die Frames habe ich dabei. Gut. Gut. So, gucken wir mal. Wie sieht es eigentlich hier hinten aus? Oh, da sind nur Holzbretter drin. Na gut. Dann gehen wir mal raus. So. Okay. Na ja, jetzt, wo wollte ich eigentlich hin? Ja, passt schon. Wahrscheinlich in die Richtung. Ich will schon in die Richtung. Komm her. Okay, habe ich die Tür wieder zugemacht? Ja, habe ich. Na komm. Ist hier irgendwo der Hund? Nein, gut, dann laufe ich mal. Gut. Einfach mal in die Richtung, mal sehen, was da vorne kommt. Deine Schwester? Jawohl. Na komm her. Und bitte, bitte. Ja, Alkohol. Taugen nur zum Besaufen. Okay, du bist ein dickes Ding. So, dich haben wir. Wie sieht es hier hinten aus? Da kommt nichts im Moment. So, und noch ein, unten. Noch ein. So.
Naja, immer hat man die Glasscheibe mit. Das hier nehmen wir mit, aber den Knochen brauchen wir nicht. So, bitte Antibiotika. Nein, leere Gläser. Oh, den hier muss ich mir holen. Dich muss ich holen. Die Spiders gefallen mir überhaupt nicht. So. Naja, jetzt laufen wir einfach mal weiter. Gucken mal, was hier noch so kommt. Ist das ein Spider wieder? Ja, ist er. Dann mal nichts wie hin. Ja, die waren eben früher relativ egal, aber jetzt mittlerweile muss man schon aufpassen. Die sind für die ein oder andere unangenehme Überraschung gut. So. Okay, den hier nehmen wir mit. Dann gucken wir mal, was wir hier noch drin haben. Und zack und zack. Okay. Okay. Ja, ich nehme halt. Ne, den wollte ich nicht mitnehmen. Da war der Finger wieder zu schnell. Aber gucken wir mal, was hier drin ist. Juhu! Ein Mininghalm. Das ist doch sehr schön. Den setzen wir natürlich gleich auf. Da kann unsere rote Wollmütze natürlich nicht anstinken dagegen. So. So. Ist hier noch was drin? Gut. Wir sind schon wieder bei Ende beim Ende angelangt. Ja, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst es ja, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen oder einen Kommentar oder beides. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen. Na, angeklopft. Einen schönen ersten und natürlich auch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Na, da gucken wir noch gemeinsam rein hier. Nehmen wir mit. Alles klar, okay, bye bye.